Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich begrüße euch wieder zu der billigsten Fußballinformationssendung der Schweiz, zu Tackling. Und Michi, was haben wir heute für Themen? Danke Raffi. Folgende Themen haben wir für euch vorbereitet. Und zwar schauen wir zurück auf die Niederlage des FCL gegen den Basel. Wir diskutieren die Einführung vom VAR. Wir schauen an, warum der Verband so lange für ein Urteil verkündigt hat. Ja Raffi, nicht so klappen gegen Basel, hä? Ja, der Match, ich denke, im Vorfeld hat man mehr erwartet. Und das, was man dann effektiv gesehen hat, ist von beiden Teams, ja, niveaulos ist ein falsches Wort. Es ist einfach, man kann auch sagen, ziemlich schlecht gewesen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe es von beiden ziemlich schlechten Auftritt gefunden. In der ersten Halbzeit habe ich müssen sagen, da hat es keinen Sieger verdient gegeben in diesem Spiel. Da hat man können sagen, ja, eine Punktetrennung wäre wahrscheinlich das Normalste, was es gibt. In der zweiten Halbzeit, wenn wir ehrlich sind, Michi, hat Basel schon das Diktat übernommen und eigentlich den Sieg verdient gehabt. Der FCL muss man nicht grundsätzlich schlecht reden. Es ist zwar wirklich ideenlos gewesen, das Ganze, das darf man so ansprechen, aber auch nicht grundschlecht. Was ein bisschen auffällig war, ist, wenn ich sage, ein bisschen ideenlos in diesen 90 Minuten, Michi, ist, glaube ich, kein einziger Schuss wirklich aufs Goal gekommen vom Omlin. Und ja, das zeigt schon ein bisschen irgendwie eben die Ideenlosigkeit. Und dann möchte ich noch kurz sagen, sind mir ein paar Leute aufgefallen. Erstens der Schiedsrichter. Chapeau, dass er das Goal zuerst nicht gegeben hat. Ich kann aber auch die andere Seite der Medaille anschauen und sagen, warum hat er so lange gebraucht. Dann muss man den Dave Zibung hervorheben, finde ich, der als erstes reagiert hat und zum Schiedsrichter ist reklamieren und hat auch gerade anschliessend den Rückstand verhindert mit einer Superparade. Und von den Superparaden hat er gestern noch wirklich mehrere gehabt, hat sozusagen auch das 2-0 mehrmals verhindert. Und wer ich auch noch möchte rausnehmen, Michi, und das liegt mir jetzt ein bisschen auf dem Magen, das sind diese zwei Innenverteidiger, der Alves und der Djirkovic, weil mich dunkelt die eher, sie sind nicht schlecht, aber auch nicht mehr. Mich dunkelt, dass sie einfach zwei Ergänzungsspieler sind auf dieser Position und dass es dort wahrscheinlich noch Verbesserungspotenzial gäbe. Das klingt jetzt ein bisschen blöd oder ein bisschen böse, aber mich dunkelt, dass sie immer sich sehr dämlich anstellen und Fouls provozieren, die schlussendlich zu gefährlichen Freistoß führen. Das ist einfach irgendein so ein Punkt, wo man irgendwie auf dem Magen liegt, wenn ich die zwei Amt gesehen spiele. Wie gesagt, sie sind nicht grundschlecht, aber ich habe einfach das Gefühl, sie sind auch nicht wirklich so der Chef in dieser Innenverteidigung, wie das eventuell ein Knesewitz kann sein. Ja, das hast du das Spiel ein bisschen zusammengefasst. Michi, wie hast du den Match gesehen? Ja, Raffi, ehrlich gesagt schießt es mir jetzt gerade schnell ein bisschen an, weil eigentlich hast du alles gesagt, was ich auch hätte wollen sagen. Was ich vielleicht noch sagen will, ist, das hast du auch schon angesprochen, Raffi, der FCL ist nicht sehr viel schlechter gewesen als Basel. Eben, wie gesagt, sind beide nicht wirklich super gewesen. Der FCL hat kämpferisch ein bisschen dagegen gehabt, aber nicht mehr. Und vielleicht ist das auch die Marschroute vom Trainer gewesen, wo eher defensiv wollte hinten zumachen und dann halt auf Konter schauen. So ist es mir ein bisschen vorgekommen. Und das Mal ist es einfach nicht aufgegangen. Nun dann, wir haben verloren gegen Basel. Am Donnerstag geht es gerade weiter gegen IB. Und an IB haben wir auch gute Erinnerungen. Vielleicht könnte es dort auch wieder dran anknüpfen. Aber so viel eigentlich zum Match. Ich glaube, wir gehen gerade über zum zweiten Thema, Raffi. Diese Woche ist jetzt eben von der Liga die Einführung vom VAR vorgestellt wurde. Und ich glaube, wir sind beide nicht so glücklich mit dem, obwohl wir eigentlich VAR-Befürworter sind, oder? Ja, du sagst es. Es ist kein 1. April-Scherz, da wir beide eigentlich auf den VAR warten. Wow, was für ein Wortspiel. Aber wenn du schaust, wie man den VAR eigentlich, kann es nicht anders sagen, kastriert hat, hä, auf unsere Schweizer Liga, da muss man sich dann schon fragen, macht denn das jetzt wirklich den Sinn? Hä? Also da verstehe ich jetzt auch in dem Sinn die Fahrgegner. Ich meine, was wird Dinge eben nicht eingeführt, eben die Abseitsregeln?
und weil die fehlende Turnlinientechnik auch nicht rum ist. Ja, wie gesagt, ich kann dann nicht anders sagen als kastriert. Was mich dabei ein bisschen stört, ist, dass der Verband eigentlich ja den Schweizer Fußballclubs zu denken gibt, dass die sich europäisch nicht mehr weiterentwickeln und dass man dort auf einem schlechten Niveau sich befindet, auf dem absteigenden Ast. Aber wenn sie ja so grosse Töne spucken, oder, dann kann man ja auch erwarten, dass sie ja die Torlinientechnik oder der gesamte Wahl, wo in diesen grossen Ligen sind oder schon gibt, dass sie ja dort wenn das Wörtli mitreden, dass man ja den dort könnte jetzt eben so einführen. Tun sie aber nicht. Und in dem Sinn muss ich sagen, wird es wahrscheinlich noch lang Diskussionen geben, gell? Ja, das ist effektiv. Mich dunkelt jetzt mit dieser Version, die sie einführen wollen, öffnet man doch den Fahrgegner Tür und Tor für Kritik. Weil es wird weiterhin viele Fälle geben, wo man jetzt mit dieser Version, mit dieser abgespeckten, wie du sagst, kastrierten Version, das Wort habe ich eigentlich lange gesucht, bin aber nicht drauf gekommen, kann man die entscheidenden Sachen eigentlich gar nicht wirklich eindeutig klären. Goal, Torlinientechnik. Da wäre so glasklar, das zeigt im Schiedsrichter in einer Sekunde an, zack, der Ball ist drin gewesen, keine Diskussion, es ist dann wirklich nachgewiesen, oder? Oder, wie du auch gesagt hast, die fehlende Abseits-Technik, Linientechnik. Klar, kann man jetzt in dem Fahr eindeutige Abseitsstellungen feststellen, aber wenn es knapp war, kann man am Fernseher dann gleich aufgrund vom Winkel einfach Mutmassungen anstellen. Und wie gesagt, und das hast du auch gesagt, Raffi, da gibt es so viele Sachen, wo eigentlich der Hauptgrund für Fahr wären, wo jetzt weggelassen sind. Und wenn man doch schon eine Millioneninvestition macht, soll man doch bitte das ganze Paket machen. Das ist eines, wo man es wirklich muss installieren muss, wo die Anschaffungskosten sind. Nachher Unterhalt, klar, kann vielleicht auch ein bisschen teuer sein, aber das ist dann nicht mehr der grosse finanzielle Unterschied. Und da bin ich als bekennender Fahrbefürworter eigentlich enttäuscht vom Verband und muss sagen, ja, man will ein bisschen etwas, aber man macht es gleich wieder nicht richtig. Und wir werden es nächste Saison sehen, ob es wirklich dann so etwas bringt oder ob es dann wirklich nicht mehr Diskussionen gibt als vorher. Und das finde ich schade. Aber noch, wir können es nicht ändern, wir müssen es so nehmen, wie es ist. Wie es ist, müssen wir auch den lahmarschigen Verband Raffi, weil es ist jetzt doch schon fast 3 Wochen her, wo der FCL gegen IB gespielt hat im Cup. Die berühmte Ketteaktion vom Platz und eine halbe Woche später COGC, der Bürowurf, wo der Verbands- oder der Ligapräsident an dem gleichen oben vor die Kamera getreten ist und gesagt hat, da müssen wir jetzt wirklich sehr rasch ein Urteil fällen. Wir haben, wie gesagt, 2,5 oder 2 Wochen später. Und was ist? Wir tappen alle zusammen immer noch weiterhin im Dunkeln, weil der Verband einfach nicht fähig war, ein Urteil zu fällen. Ich finde es peinlich für eine Liga. Und denke du auch, Raffi, oder? Ja, Michi, peinlich trifft es gut. Du hast es aber vorhin schon angesprochen, im Verband, wie da geschaffen wird. Oder eben nicht wirklich geschaffen wird. Wenn man in die Kamera hineinschaut und sagt, da müssen wir jetzt etwas machen, da geht jetzt etwas. Und es läuft einfach wieder alles im Sand. Ich kann nur sagen, nach dem Luzern-Spiel gegen IB war es die Euroleague, Frankfurt auswärts in Inter Mailand, wo die Frankfurt-Fans Pyros auf Gegnerfans irgendwie gerührt haben. Ich muss jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Jedoch ist das Urteil schon draußen. Also frage ich mich, warum schafft man es nicht? Ich stufe den Spielabbruch schwerwiegender ein als die Kettenaktion zu Luzern. Wieso schafft man das nicht, in einer Wochenfrist ein Urteil zu fällen? Weil die Sachlage, die ist ja klar. Und dort muss man halt einfach mal, ja,
hart, knallhart durchgreifen. Und das in einer sehr kurzen Zeit. Andere, es gibt eigentlich gar nicht anders zu sagen, Michi. Peinlich. Es ist einfach peinlich vom Verband, wie geschafft wird momentan. Ja, mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Ich denke, das wäre es jetzt wieder mal gesehen von dieser Tackling-Folge. Bitte dort das liken, bitte dort das teilen, vergesst das nicht. Und Michi, ich habe da etwas gehört, dass man das ominöse Kessel gesichtet hat, wo man immer schon schön redet. Wir haben es schlussendlich geschafft. Wir haben jetzt hier die exklusiven Bilder für euch von dem ominösen Kessel, wo man den Weiler-Entlassung daraus zahlt. Damit wünschen wir euch eine schöne Woche und bis nach dem nächsten Spiel. Tschüss zusammen.